Wir sind hier im ZDF, im Studio in der sogenannten Grünen Hölle mit Matthias Fornoff. Er moderiert hier Politbarometer, Sondersendungen, früher auch die Heute-Nachrichten. 600 Mal von da. 600 Mal von da. Und er ist Leiter der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Was magst du lieber, so redaktionell arbeiten oder da? Ich finde eigentlich die Kombination super. Früher dachte ich auch nie, dass ich moderieren würde selbst. Warum? Weil ich Reporter war und das mit Leib und Seele und dachte, in so einem Studio zu stehen als News-Anchor, das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich habe mich da gar nicht gesehen. Mhm. Und dann, wie das Leben so spielt, da war ich Korrespondent in Washington und kriegte einen Anruf vom Chefredakteur, ob ich mir vorstellen könnte, die 19 Uhr Heute-Sendung zu moderieren. Mhm. Und da war diese Vorstellung, die ich vorher hatte, ein bisschen in Frage gestellt. Und ich habe dann tatsächlich Tests gemacht, also so Probedurchläufe, wie ich mich damit fühle, ob mir das Spaß macht. Und hatte eine sehr gute Frau als Coach, die ich vorher schon kannte, und habe ihr gesagt, pass auf, hey Lou, dein Urteil zählt, wir machen das jetzt 2 Tage und wenn du das Gefühl hast, das passt für mich und ich habe das auch, dann ist okay und sonst lasse ich's. Und was war die größte Herausforderung? Diesen Schritt zu gehen. Also wenn du Reporter bist, bist du draußen, du riechst und schmeckst und siehst und bist mittendrin und hier bist du, wie man ja sehr schön sehen kann, in einer vollkommenen Kunstwelt von Dutzenden von Scheinwerfern ausgeleuchtet und hast es, grüne Hölle, diesen Hintergrund, diese Virtualität, in der du damals, ich noch alleine standest. Ich habe dann den Sportreporter mit dazugehört, geholt, weil das schon mal einen Unterschied macht, wenn du jemanden, einen Menschen neben dir hast. Denn wenn du da stehst, hast du einen Kameraroboter vor dir. Ja, da ist kein Mensch mehr dran. Ne? Ja. Und das war etwas, das fiel mir schwer. Ja. Was war der wichtigste Tipp, den dein Coach dir dann gegeben hat, die Frau, von der du gesprochen hast? Den wichtigsten Tipp hat mir mein Fußballtrainer auf Kindesbeinen schon gegeben. Der hat nämlich gesagt, Matthias, wenn du beim Anpfiff nervös bist, spielst du gut. Okay. Mit anderen Worten, dann muss ich auch zugestehen, dass man in bestimmten Situationen nervös wird. Das ist normal. Mhm. Und man kann versuchen, daraus Kraft zu schöpfen und so. Also jedenfalls mal nicht panisch werden. Das war ein ganz wichtiger Hinweis für diese Art Sendung. Und hast du irgendein Ritual, das du dir behalten hast, noch aus dieser Anfangszeit bei der Heute, was du machst, bevor du dann auf Sendung gehst? Ich versuche immer so einmal in mich zu gehen, sozusagen Wurzeln zu spüren und mich ganz auf mich zu konzentrieren. Okay. Oder halt auf jemanden, der neben mir steht und mit jemandem reden, das ist auch gut. Also alles, was irgendwie Normalität schafft. Und dann versuche ich, so eine innere Ruhe zu kriegen, auch durch Atmung und so. Und du vermittelst ja schon sehr viel sachlich Informationen. Ist es dir da trotzdem wichtig, wie du rüberkommst, was deine Wirkung ist aufs Publikum? Naja, wir machen ja Fernsehen und nicht Radio. Und so. Insofern sage ich mal, also so ein kleines bisschen Eitelkeit oder so ist schon mal ganz hilfreich, weil es ist erwiesenermaßen, gucken die Leute als allererstes mal darauf. Ne? Was hast du an? Was hat er für eine Krawatte an? Das sind auch die Kommentare, die immer kommen. Körpersprache auch, wobei das in der Rolle nicht sehr ausgeprägt ist. Da bist du schon sehr in so einem Korsett. Aber da macht man sich so viel Mühe inhaltlich, ne, und dann sagen die Leute nur, die Krawatte war. Ja, man muss das halt, man muss dieses Thema für sich irgendwie klar haben und sich dann einigermaßen wohlfühlen mit dem, was man anhat und darüber nicht mehr nachdenken. Mhm. Und dann kommt man zum Inhalt und ich glaube, dann hören die Leute auch zu. Wichtigster Tipp von dir für die Leute, die vielleicht auch zum Fernsehen wollen? Vielseitig bleiben und nicht zu früh sich auf eines dieser Dinge konzentrieren und nur noch das machen. Also ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, immer nur Anchor von irgendwas zu sein im Studio. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich viel von der Welt gesehen habe, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, auch außerhalb dieses schönen Lerchenbergs. Yeah. Und das finde ich wichtig, sich das möglichst lang zu erhalten, dass man sich irgendwann entscheidet und spezialisiert. Das ist bei den meisten so, das ist okay, aber erst mal breit anlegen. Ganz vielen Dank, Matthias Fornoff, und wir räumen die grüne Hölle jetzt wieder. Alles klar. Tschüss.